Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, es ist schon etwas her, seit ich das letzte Mal Mario aufgenommen habe. Aber ich weiß noch ungefähr, wo wir standen. Wir sind stehen geblieben im ersten Stockwerk und da geht es nun weiter. Oben rechts sehen wir es ja, wir haben insgesamt schon 89 Powersterne eingesammelt. Holen wir noch ein paar mehr. Genau, wir holen noch ein paar mehr. Es geht weiter hier links, glaube ich. Genau, hier ist der nächste Kurs. Das kleinste Porträt im gesamten Schloss und somit auch das kleinste Bild, wo wir hineinspringen können. Los geht's! Mit... Kurs Nummer 12, Fliegenpilz-Fiasko. Stern Nummer 1, erklimme den Berg. Los geht's! Und ja, tut mir nochmal leid, dass es so lange gedauert hat, bis eine neue Mario-Folge gekommen ist. Ich glaube, die letzte war vor einem Monat, wenn mich nicht alles täuscht. Das lag unter anderem daran, dass ich nicht wirklich Lust hatte, Mario weiterzuspielen. Aber keine Sorge, ich halte mein Versprechen und werde es auch durchspielen. So viel ist sicher, das werde ich nicht aufgeben. Aber ich weiß nicht, die Motivation fehlt oder keine Ahnung. Und heute, ja, heute hatte ich spontan Lust, es zu spielen. Also geht's weiter mit Mario. Ja, erklimmen den Berg, Stern Nummer 1. Der Name ist auch da auch wirklich Programm. Wir müssen diesen Berg hier hochklettern bzw. erklimmen. Es gibt zwar auch Abkürzungen, wie wir schneller hinaufkommen. Die werde ich allerdings etwas später zeigen. Denn ich denke, für den ersten Stern, da können wir schon mal den ganzen Weg zeigen. Um nichts von der Karte hier zu versäumen. So. Hier wieder die bekannten Kugeln ausweichen. So. Oh, 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 oh. Da habe ich... Knapp. Aber hat gepasst. So, hier rum. Den Goombas ausweichen und... Stirb, Goomba! Ja, ich sagte ja schon, Mario ist gar nicht so freundlich, wie er immer tut. In Wirklichkeit ist er ein brutaler Schläger, der unschuldige Goombas in die Tiefe stürzt. So, hier weiter. Ja, ich weiß, es ist schon ein ziemlich weiter Weg bis nach oben. Klar, wir klettern schließlich hier einen Berg hoch. Aber wie gesagt, es gibt Abkürzungen und die zeige ich euch gleich. So, das quasi letzte Hindernis. Nicht runterfallen, Mario. Jawohl. So, hier nach oben. Und damit hätten wir schon unseren ersten Stern. Stern Nummer 90. Eine recht simple Aufgabe, klar. Da steht's ja nochmal. Erklimme den Berg. Was soll man da auch viel falsch machen? Außer vielleicht runterfallen und sterben. Was uns Gott sei Dank nicht passiert ist. Gehen wir weiter. Mit Stern Nummer 2. Erkunde den Affenkäfig. Los geht's. Erneut müssen wir auf den Berg gehen. Jetzt zeige ich euch aber eine Abkürzung. Wir gehen einfach zurück. Da hinten befindet sich ein Leben. Und dann springen wir einfach in den Abgrund. Aber der Luftstoß befördert uns nach oben. Gott sei Dank. Und wo sind wir hier? Genau hier, bei unserem lila Kamerad hier. Und bei dem Äffchen da vorne. Also haben wir schon ein gutes Stückchen gespart. Und... verplempert nicht so viel Zeit, den Berg hochzuklettern. So. Den Baumstamm ausgewichen. Und wieder unsere netten Freunde, die schwarzen Kugeln. So. Aber das dürfte auch kein Problem sein. Jawohl. Wieder eine kleine Rutschpartie. Den Gummi, den Mario sehr gerne runterstößt. So. Hier müsst ihr auch aufpassen, wenn man hier zu lange steht, bläst euch die Wolke nach unten. Das ist nicht so gut. Das bedeutet den ganzen Weg wieder nach oben. Aber eigentlich könnte ich doch hier auch abkürzen, oder? Wenn ich hier einen gekonnten Dreiersprung mache, komme ich doch hier hoch, oder? Was suchen? Ja, ganz einfach. Hier ist das Äffchen, das angesprochen worden ist. Das können wir jetzt packen. Na, komm her. Komm her. Komm her. Du willst es doch auch. Du willst doch unsere Mütze haben, oder? Komm her. Wirst du wohl. Ich sag ja, der ist flink. Kommst du? Oh, komm her. Dann trickst du dich eben aus. So, springen. Zack. Aua. Hey, lass mich los. Das war doch nur Spaß. Du hast wohl keinen Humor, was? Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Na, wie sieht's aus? Hm, klar. Na gut. Im Gegensatz dazu, dass wir ihn loslassen, was gibt er uns wohl? Hä? Natürlich, ein Powerstern. Keine große Überraschung eigentlich. So, dann gehen wir weiter. Da vorne ist er nämlich, der Affenkäfig, wie er schon im... Oh,
wie in der Aufgabe heißt. Da kommen wir nicht ran, nur mit Hilfe unseres affigen Freundes hier. Na mach schon, na mach schon. Was denn? Achso, wir müssen nochmal mit ihm reden. Hey Baby, komm schon, wo bleibst du denn so lange? Wir haben dich gerade überholt. Egal, so. Er lässt sie nach unten bringen und... macht den Stern für uns frei. Wow. Puh, knapp. Ich starte schon mit dem Schaden. So, damit wäre Stern Nummer 2 für diese Welt. Nummer 91. So. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Weiter geht's. Mit Stern Nummer 3. Finde die 8 roten Münzen. Auch hier gilt es wieder, 8 rote Münzen zu sammeln. Die sind allerdings, wenn ich mich zurückerinnere, nicht so sehr verstreut in diesem Level. Wodurch wir ziemlich gut daran kommen und die Aufgabe nicht so allzu lange dauern sollte. Da sehen wir schon mal rote Münze Nummer 1. Nur vorsichtig müssen wir sein. Quasi auf diesen Pilzen hier das Gleichgewicht halten und nicht runterfallen. So. 4 Münzen. Die anderen 4 müssten sich hier hinten befinden. Genau da oben. So, erstmal den Maulwürfen ausweichen und die roten Münzen sammeln. 5. Oh, 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 was war das denn? Ruckeli ruck. Oh, ah, Mann. Stoß dir doch nicht den Kopf, Mario. Nummer 6. Wo ist Nummer 7 und Nummer 8? Da ist Nummer 7. Zip. Und Nummer 8 ist... springen wir hier rüber. Ich weiß es jetzt selbst nicht genau. Ganz hier oben. Schauen wir einfach mal. Achso, hier sieht es zwar aus, als könnten wir hier uns dranhangen. Leider, oh, leider geht das nicht. Es ist quasi nur, ja, Fassade. So, bist du hier, rote Münze? Da bist du. Rote Münze Nummer 8. Dort befindet sich der Stern. Wir könnten quasi jetzt einen Weitsprung hier ausüben. Allerdings traue ich mich das nicht. Ich bin öfters schon mal hier in die Tiefe gefallen. Deswegen gehen wir einfach nach unten und nehmen den sicheren Weg. So. Stern Nummer 92. War in sich auch keine schwere Aufgabe, obwohl man natürlich leicht runterfallen kann in diesem Level. Oder diesem Kurs, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Stern Nummer 4. Erforsche die Steilwand. Das ist quasi ein Level im Level. Wir müssen abermals den Berg erklimmen. Dazu benutzen wir unsere Abkürzung. Diesmal allerdings eine andere. Nämlich, wir können auch auf diese Art und Weise nach oben gehen. Wir gehen hier zu dieser Wand und benutzen den Trick, den ich schon mal euch gezeigt habe. Einfach die A-Knopf gedrückt halten und die ganze Zeit die Schlagtaste drücken. So können wir auch nach oben gelangen. Und ich glaube, hier befindet sich ein kleiner Freund von uns. Ist er schon... nein, hier unten ist er auf keinen Fall. Ach, Mario. Warum tust du mir das an? Na komm. A-Taste gedrückt halten, wie gesagt, und so den Berg hochspringen. Zap, zap, zap. Dauert zwar ein bisschen lange und geht auch gut in den Daumen, aber so kommen wir ganz leicht nach oben, wie gesagt. So, jetzt gucke ich aber nach unserem Freund. Der müsste... nein, du bist das nicht. Wo bist du denn? Da unten. Seht ihr ihn? Das pinke Etwas? Jawohl. Unser freundlich gesinnter Bob-Omb. Na komm schon. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Die ist noch momentan noch nicht von Bedeutung, aber sie kommt später in Einsatz. Aber wir können sie ja schon mal aktivieren. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Nee, wir sind noch nicht bereit, aber Dankeschön dafür. So, wir nutzen wieder unseren Trick. Und, ja, fallen wieder zurück oder wir springen einfach hier hoch. Na, komm schon, Mario. Komm schon. Oh, oh, oh. Ah, komm, wir nehmen doch den Trick. Ich dachte, wir können mit einem Rückwärtssalto hier hochkommen, aber es funktioniert anscheinend doch nicht. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Haben quasi auch den Weg des Berges somit abgekürzt. Und kümmern uns jetzt um den eigentlichen Stern, den wir anstreben. So, hier rüber. Der befindet sich nämlich dort hinten. So.
Hier überqueren, dann hier nochmal zum Wasserfall. Mit einem Weitsprung. Jawohl. Und hier befindet sich eine Steinwand. Eine scheinbar komische, stabile Steinwand. Allerdings, wenn wir mal reinspringen. quasi ein Level im Level. Mit einer erneuten Rutschpartie. Die es, ja, wie ich finde, in sich hat. Mal gucken, wie ich jetzt agiere. Früher, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich öfters hier gestorben. Man sieht hier, man kann links und rechts runterfallen, was mir gerade passiert wäre. Und jetzt müssen wir gleich eine scharfe Rechtskurve machen, denn, vielleicht hat man es links schon gesehen, war ein Totenkopf. Dort ist der Tod. Dort wartet der Tod, besser gesagt, auf euch. Also lasst euch nicht von der Bahn reinlegen, sondern benutzt den Weg nach rechts. So, hier. Langsam navigieren. Ja, und das wär's schon. Damit hätten wir unseren 93. Stern sicher. Da ist er schon. Los geht's. Stern Nummer 93. Okay. Und ich denke, da werde ich zuerst reingehen, wenn ich die 100 Münzen sammle. Wir sehen schon, wir haben schon die Hälfte der Münzen gesammelt. Weiter geht's. Aber ich denke, da gehe ich zuerst hin. Wenn man überlegt, wenn ich die 100 Münzen da einsammle und da der Stern spawnt, muss ich wahrscheinlich öfters reingehen, um ihn zu holen. Egal, Stern Nummer 5. Halte Ausschau auf der Brücke. Los geht's. Erneut müssen wir den Stern... Erneut müssen wir den Stern erklimmen. Nein, ich meine natürlich, erneut müssen wir den Berg erklimmen. Dazu benutzen wir allerdings diese Abkürzung hier. Die ist doch etwas schneller und sicherer als wie die da drüben, wo wir unseren Trick anwenden. Okay, ja, wie gesagt, erneut hoch auf den... Oh nein, 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 nein. Hoch auf den Berg. Hm. Ich meine eigentlich hoch, Mario, nicht runter. Egal. Mit unserer Abkürzung sind wir ja schnell wieder oben. Und wir sind ja an einer relativ nahen Stelle runtergefallen, wodurch der Verlust nicht sehr hoch ist. Okay. Springen wir mit einem Weitsprung hier hoch. Oh, da wäre es mir fast schon wieder passiert. Und nein, was mache ich denn? Ah, verdammt nochmal. Egal, wir haben ja noch Zeit. Dann eben nochmal. Wir haben hier kein eingeschränktes Zeitlimit, wie es bei einem etwas anderen Spiel ist, was momentan zurzeit auch Let's Played wird. Also, nochmal. Und diesmal mit einem etwas präziseren Sprung. Ungefähr so wollte ich sagen. Ach, jetzt reicht's mir. Jetzt benutze ich auch hier diese Wand. Was soll das denn? Das geht zwar ein bisschen in den Daumen, aber was soll's. Dadurch kommen wir auf jeden Fall sicher auf die andere Seite. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Okay. Jetzt aber erklimmen wir wirklich den Berg. Und ich hoffe, dass wir nicht hier runterfallen, sonst rege ich mich nämlich auf. Und das will ja niemand. Am wenigsten ich. So, okay. Und gelingen mir hier die besten Sprünge, aber wenn es mal heißt, ja, spring mal da hoch, sonst krepier ich dann. Beziehungsweise fall dann den Berg hinunter. Man weiß es nicht. Ich muss meinen Frust abbauen. Komm mal her, Goomba. Jetzt geht's mir schon viel besser. Okay. Der Wolke ausweichen. Jetzt ist mir, wie gesagt, abermals auf dem Berg. Und quasi rüber. Dieser lila Schalter ist jetzt von Bedeutung. Den aktivieren wir. Müssen zu der halsbrecherischen Brücke hier rüber. Langsam, langsam, langsam. Dort befindet sich jetzt ein Block, man sehe dort. Und mit einem gekonnten Sprung kommen wir da drauf und zum Stern. Stern Nummer 94. Okay, zugegeben, ich glaube, man kann auch mit einem Dreifachsprung zu diesem Stern gelangen, aber das ist halt die Art und Weise, wie es eigentlich gedacht ist. So. Ich glaube, das ist jetzt schon der letzte Stern, oder? Oder? Genau, Stern Nummer 6. Suche den einsamen Pilz. Let's go. Ja, und dafür haben wir eben die Kanone bereit gemacht. Das ist nämlich der Stern dort hinten. Da kommt man nicht so leicht hin. Ich glaube auch nur mittels Kanone, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Kanone ist ziemlich gut versteckt. Da unten rechts hat man sie schon gesehen. Allerdings, wie kommen wir da hin?
Ganz einfach eigentlich. Wir müssen nämlich... Sprung, Sprung, Sprung. Auf diesen Pilz. Nein, gar nicht. Auf diesen Pilz. Genau, auf diesen Pilz. Der teleportiert uns an diese Ecke, wo sich der... wo sich die Kanone eben befindet. Ich glaube, auf andere Art und Weise kommen wir hier gar nicht hin, oder? Hier müssen wir nur aufpassen, nicht runterzufallen. Und... jawohl. So, in die Kanone. Okay, jetzt müssen wir uns quasi zum Stern hinschießen. Oje, 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 ob mir das auf Anhieb klappt. Wir probieren es aus. So. Okay, langsam, langsam, langsam. So, zum Stern hinzielen. Was mir gerade irgendwie nicht gelingt oder gelingen möchte. So, jetzt ein bisschen hoch, ungefähr so. Kann das hinhauen? Wir probieren's. 1, 2, 3, Schuss! Oh nein, 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 nein! Ah, das war viel zu knapp, viel zu knapp. Okay, probieren wir es nochmal. Wir haben ja noch insgesamt 7 Leben, die wir da verschleudern können an diesem Stern. Ja, wissen wir, Stern Nummer 6. Okay, ich setze mir zum Ziel, wir versuchen es mit 3 Schüssen. Das war gerade Schuss Nummer 1. Wenn ich es in 3 Schüssen nicht geschafft habe, dann versuche ich eine andere Art und Weise. Man müsste eigentlich das auch mit einem Weitsprung schaffen, indem ich hoch auf den Berg gehe. Aber na gut. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3. So. Komm, Teleportation, jawohl. Abermals zur Kanone. Und, boah, jetzt wäre ich fast so drauf gegangen. Und versuchen wir es eben nochmal, indem wir uns dorthin schießen. Diesmal etwas höher. Also die Richtung stimmte, glaube ich, schon mal, oder? Okay. Versuch Nummer 2. Ungefähr so. Und etwas höher. So, würde ich sagen. So. Nee, so. Na, so. So. So, so. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ungefähr so. Und Schuss! Oh, das sieht gut, aus. Stern Nummer 95! Wie habe ich schon mal gesagt, alle guten Dinge sind 2. Super, dass mir das auf Anhieb geklappt hat. Okay. Damit hätten wir insgesamt 95 Sterne und damit Kurs Nummer 12, Fliegenpilz-Fiasko, abgeschlossen. Heißt nur noch der 100-Münzen-Stern. Und da würde ich sagen, bis gleich. So, die letzten Münzen holen wir uns bei diesen Kollegen hier. Jawohl, das sind genau 3 Gumbas. Zip. 98. Komm her. Zip. 99. Und zip. 100. Damit hätten wir den 100-Münzen-Stern in diesem Kurs und unser 96. Stern. Here we go! Und wir wollen abspeichern, jawohl. So, damit hätten wir insgesamt 96 Sterne. Ich würde aber sagen, wir machen hier eine Pause. Und im nächsten Part schauen wir uns den letzten Kurs vom ersten Stockwerk an. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.